Lohn noch mal ganz kurz im Keller, und zwar weil ich bin jetzt weg. Also so ganz weg. So weg, wecker als man, ja, viel wecker geht nicht. Noch wecker könnte man vielleicht sein, wenn man sich irgendwo im Nirgendwo in den Dschungel abseilt, nur mit einem Messer, und dann eine Zeit lang als verschollen gilt, bis man irgendwo wieder auftaucht. Ne? Aber das mache ich nicht. Ich gehe ja nur nach Schweden. Flug geht heute Abend, und damit ich auch ja super rechtzeitig am Flughafen bin, breche ich jetzt dann auf, sobald dieses Video hochgeladen ist. Und vorher noch zwei Sachen. Erstens, danke für dieses Hemd, das ich hier anhabe. An Waldemar Waldschratt. Ich glaube, da er wahrscheinlich nicht wirklich so heißt, kann ich diesen Namen ja mal öffentlich verwenden. Und zweitens, nochmal danke. Oh. Für die großartige Idee der Feierstil Schnürsenkel mit Paracord-Mantel. Also ich vermute mal, die sind komplett eigentlich aus Paracord. Ich habe sie jetzt halt noch nicht aufgeschnitten. Und die haben hier an den Enden so einen interessanten Zipfel. Und wenn man diesen Zipfel abzieht, dann kommt da halt ein kleiner Feierstil zum Vorschein. Irgendwo hat die schon mal angeritzt. Und das ist natürlich hochgenial. Hat man, glaube ich, gesehen. Also die funzen sogar richtig gut. Also das war jetzt ein ordentlicher Funken, ne? Damit hätte man durchaus was anzünden können. Allerdings bei der Dicke allzu oft kann man das nicht machen. Die sind dann halt relativ schnell aufgebaut. Aber es ist ja wirklich eine ganz coole, extrem praktische und ja, super Spielerei auch Funktion für mich, der ich auf sowas stehe. Leider werde ich beide Ausrüstungsgegenstände jetzt nicht mit nach Schweden nehmen. Also was heißt leider? Weil ich habe gerne in der Pampa Ausrüstung, die ich kenne, die ich schon lange habe, der ich vertraue, die ich ausführlich getestet habe. Und das ist bei diesen beiden Dingern jetzt halt einfach nicht der Fall. Werde ich auf anderen Touren dann garantiert benutzen. Und die hier mache ich mir wahrscheinlich in die Sportschuhe, weil wenn ich mit den Sportschuhen unterwegs bin, irgendwie sportlich und so weiter, dann habe ich nämlich teilweise sogar keinen Hut auf und dann tatsächlich keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Und das ist ja nun wirklich, das geht ja mal gar nicht. Und deswegen das sicherlich eine tolle, hervorragende Ergänzung. Ach so, und ein Striker ist da übrigens auch dran. Also der ist in Form dieses Plättlers, was man dann eben mit dem Schnürsenkel an den Schuh dran fädeln kann, quasi. Auch nicht verkehrt. Ja, also wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die zwei Sachen. Und jetzt ganz kurz, flieg jetzt nach Stockholm, also mit Zwischenstopp in Amsterdam, dann Stockholm, Arlanda, der Flughafen ganz weit weg, wer den kennt, fahr dann rein, Stockholm Zentralbahnhof. Werde am Flughafen vorher noch ein paar Stunden Zeit totschlagen müssen, weil ich da mitten in der Nacht ankomme. Und morgens um 8 geht es dann mit dem Bummelzügchen, ich glaube, es gibt in Schweden auch nur Bummelzügchen, nach Östersund und von Östersund nach Storlien. Und Storlien ist der nördlichste Punkt des südlichen Kungsleden. Und dann laufe ich geplant irgendwas zwischen 9 und 11 Tagen, also so sagt es zumindest mein Reiseführer, mein kleines gelbes Tourguide-Büchlein. Ich denke, dass ich mit meinem doch etwas erheblicheren Gepäck, es sind jetzt 22 Kilo geworden ohne Wasser, ja, eher die 11 Tage als die 9 Tage brauchen werde, trotz Zelt. Habe noch zwei Reservetage, wo ich dann noch einen kleinen Zusatzausflug machen kann und mich ein bisschen erholen. Ruhetag nenne ich das, kalkuliere ich grundsätzlich immer mit ein. Bin also insgesamt 13 Tage in der Pampa, und dann geht es entsprechend ab, wie heißt der Ort? Grövelsjön oder so ähnlich, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Geht es dann wieder zurück, und dann bin ich am 22. Juni wieder da. Hab dann aber keine Zeit, sofort irgendwas hochzuladen. Vielleicht. Also sagen wir mal am 23. Da könnte es dann schon sein, dass dann vielleicht schon irgendwelches Videomaterial so einen ganz kleinen Appetit zu haben ist. Ich habe 256 Gigabyte an Speicherplatz dabei. Ich gedenke, die voll zu machen. Das ist dann doch einiges an Stunden. Hab eine Solar
Powerbank, also so ein richtig großes Solarpanel, seht ihr dann, wenn ich wieder da bin. Energieversorgung sollte also kein Problem sein, weil das noch jemand gefragt hat. Und auch kurz zum Fressen. Ja, ich habe nicht besonders kulinarische Leckerbissen dabei, aber das liegt daran, weil mir ist bei Trekkingtouren das Wichtigste: Landschaft erleben, Land erleben, Freiheit genießen, fressen, mir scheißegal. Gut essen kann ich auch daheim. Das hat mit mir nichts, bei mir nichts mit Urlaub zu tun. Urlaub ist für mich, wenn ich weg von der Zivilisation bin, ganz alleine irgendwo, wo ich wirklich die Freiheit und die Natur im maximalen Ausmaß genießen kann. Und ob es da was zu essen gibt, was Gutes, das ist mir scheißegal. Nee, also wirklich, wenn ich was Leckeres essen will, das geht auch zu Hause. Dafür muss ich nicht wegfahren. Also meine Philosophie. Nur für diejenigen, die da alle rumgenörgelt haben. Und ich bin weg. Macht's gut.